wir werden heute diese gesunden und leckeren Pancakes mit Schokoladenfüllung machen und Zitronen-Minzjoghurt. Dafür brauchen Reisporridge, Haferflocken, eine Banane. Dann habe ich hier Eiweißpulver, damit noch ein paar Proteine mit drin sind. Butter zum Anbraten. Dann haben wir hier einmal dunkle Schokolade und Minze. Für die Süße nehme ich hier Flavorpulver. Da habe ich Vanille Karamell genommen. Dann nehmen wir noch etwas Joghurt dazu. Backpulver. Und zum Schluss noch etwas Zitrone. Das geben wir dann in den Joghurt mit rein. Wir machen sozusagen Zitronen-Minzjoghurt als Topping obendrauf. Seid gespannt, das wird verdammt lecker. Ich habe jetzt hier quasi das Instant Rice Porridge. Das rühren wir jetzt einfach nur mit warmem Wasser an. Wenn ihr Interesse daran habt, da findet ihr auf meinem Kanal den Link dazu. Jetzt kann man hier einfach nur mit warmem Wasser kurz anrühren, bis die richtige Konsistenz erreicht ist. Dann geben wir die Banane mit rein und drücken das Ganze mit der Gabel noch etwas klein. Dann geben wir die Haferflocken dazu, das Eiweißpulver mit rein, das Backpulver dazu. Wenn das Ganze zu fest geworden ist, einfach noch ein bisschen Mandelmilch mit rein, umrühren und dann können wir das Ganze schön in der Pfanne abrühren. Hier einfach ein kleines Stückchen Butter mit dazu. Je nachdem, wie ihr die Pancakes haben wollt, könnt ihr die ja unterschiedlich portionieren, ob ihr kleinere Pancakes oder größere haben wollt. Ich mag das immer, wenn die ein bisschen größer sind, das größer. Und einfach ein bisschen Masse in die Pfanne rein. Lassen wir dann von einer Seite schön goldgelb anbraten. Die von einer Seite schon goldgelb angebraten sind, dann können wir die schon drehen. So natürlich, ne? Das war einmal nix. War jetzt zu kurz drin, deswegen. Ich habe jetzt bei der Variante noch ein paar Schokoladenstücke mit reingemacht. Ihr könnt auch Früchte mit reinmachen, Heidelbeeren, Himbeeren, was auch immer. Dann können wir die Pancakes wenden. Dafür den Joghurt, ein bisschen Abrieb von der Zitrone, dann geben wir noch ein bisschen Zitronensaft mit rein, ein bisschen Minze, habe ich vorher ein bisschen klein gehackt. Ich habe jetzt am Anfang schon mal so ein bisschen von dem Flavorpulver mit rein gemacht.